Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Grid 2. So, wie sind wir zurück? Und zwar legen wir gleich wieder los und zwar in der Euroland mit den Rennen. Wir haben ja Barcelona, Paris, Paris und jetzt geht's weiter an der Côte d'Azur. 5,3 Kilometer, was dürfen wir wählen? BMW, Mercedes, unseren BMW haben wir ein bisschen umgelackiert. Korrektes Deutsch, umgelackiert. Ich bin so gut. Auf jeden Fall schaut ein bisschen anders aus, deswegen nehmen wir am besten gleich. So, das ist dann das letzte Rennen der Euro-Rand und dann werden wir auch mit der nächsten World Series Racing Tour weitermachen. Die haben wir jetzt dann freigeschalten und im letzten Part haben wir ja nur die Promo gemacht. Das hat mich echt gewundert, dass ich die geschafft habe. Also, dass ich die echt aufs erste Mal geschafft habe. Und vor allem auf dem normalen Schwierigkeitsgrad hat mich echt gewundert. So, hier haben wir Straßenbegrenzung von 70 km/h gehabt. Gut, los geht's. Côte d'Azur. Und die Fans jubeln links und rechts zu und Vollgas. Ich habe den BMW jetzt mal ein bisschen blau gemacht. Ich wollte ihn zwar in einem anderen Blau machen, aber keine Ahnung. Die Farbe gab es nicht. Oder zumindest habe ich sie nicht hinbracht. Gut, und jetzt schauen wir, dass wir vielleicht hier ein bisschen von nach vorne kommen. Aber ich kam ja an die Strecke nur hin und die war nicht leicht. Die war alles andere als leicht. Da habe ich, glaube ich, oft gefailt. Oh, aber jetzt außen am ersten vorbei. Aber wir sind nur auf 4 und wir müssen auf jeden Fall auf 1 kommen. 1 ist auf jeden Fall das Ziel. Schauen wir, dass wir das vielleicht schaffen. Oh, die kommt böse, die Kurve. Ja, die kommt sehr böse. Das ist scheiße, wenn man die Strecken nicht kennt. Uiuiui, jawohl, jetzt haben wir es aber geschafft. Natürlich, dass der Rewind ist schon mal futsch. Jetzt haben wir nur 4 Stück. Und da vorne kommt Seeds nach einer sehr bösen Kurve aus. Wow, 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 wow. Ja, das war eine sehr böse Kurve. Ich sehe das auf der Karte, ich kann das nie einschätzen, wie das dann wirklich abgeht. So, einmal hier rum. Oh, ich komme da nie rum. Ich glaube, wir sehen das Event nochmal, habe ich so im Gefühl. Ich weiß, es ist zwar naja, wahrscheinlich nicht mit der Hälfte vorbei. Wir sind ja auf dem 4. Platz, aber ich glaube, wir sehen das Event nochmal. Weil die kommen momentan nicht so richtig rein. So, jetzt haben wir ja ein bisschen Strecke zum Pushen. Zum Gas geben, aber da können wir anscheinend auch nicht so viel Zeit gut machen. Komm, zieh doch mal BMW. Gut, die anderen haben auch alle BMW und Mercedes, deswegen können wir da wahrscheinlich nichts gut machen. Oder er lenkt schon wieder so scheiße. Ich glaube, da ist schon wieder irgendwas an der Achse. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da vorne müssen wir jetzt abbremsen. Fast. Und wir sind immer noch auf 3. Mit viel Gewalt, mit viel Schrott. Jetzt schauen wir, dass wir vielleicht doch nur irgendwie nach vorne kommen. Unser hinteres linkes, hinteres Licht fehlt. Hey, super. Jetzt kann uns keiner mehr sehen. Wir sind unsichtbar. Nein, das war nichts. Doch, das war eigentlich gut. So, und jetzt. Oh, hier Kurven. Den kriegen wir jawohl. Mit viel Gewalt. Aber unser Auto hat ein. Nein, da vorne ist ja schon das Ziel. Lol, das war nicht so geplant. Och nö, nicht schon wieder. Wir dürfen es nochmal machen. Wo kommt denn das Ziel auf einmal her? Und neu starten auf ein neues. Ja, ich will, wie gesagt, ich werde die Events zweimal machen. Sollte ich es nach dem zweiten Mal immer noch nicht geschafft haben, da werde ich es dann offline machen. Also für mich selber, wenn ich irgendwann mal Lust habe, nach die Aufnahmen etc. Nein, ach komm. Ich will doch da einfach nur durch. Dann stechen wir halt einfach rein. Jawohl, so dränge ich die mal auf Zeit. Tschüss. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Gut, den hätten wir. Weiter geht's. Den hätten wir auch irgendwie. Gut, jetzt sind wir schon mal zweiter. Läuft auf jeden Fall schon mal besser als beim ersten Mal. Natürlich, ich lerne auch dazu. Ich lerne die Strecke irgendwann mal auch kennen. Bin ja gespannt, ob man damit die richtig schnellen aus ist. Mit die Lamborghinis. Ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt Lamborghinis? Auf jeden Fall mit den schnellen Autos, Königsegg und so weiter, die Strecke dann auffahren müssen, aber ob wir dann nur auf die Rennstrecken unterwegs sind. Kann es mir fast nicht vorstellen, dass wir hier mit den Königseggs fahren müssen, weil es ist doch. Ja, so ein Königsegg ist schon ein bisschen schneller als so ein Mercedes. Dem, was wir hier haben. Und deswegen kann ich mir das eigentlich fast nicht vorstellen, dass wir hier mit dem Königsegg fahren müssen, weil wir sollen das kontrollieren. Oh Gott, wir sind so langsam. Weil das Auto schon wieder so kaputt ist. Wir kommen an, der erste hängt uns ab und der hintere kommt uns verdammt nah. Nein, aber jetzt machen wir mal durch. So, da vorne geht es jetzt dann rechts. Da vorne ist jetzt viel Gewalt rein. Jawohl, ja. Den haben wir schon mal mitgeben. Der hat schon Vollgas aufs Maul gerückt.
Und der ist auch weit zurückgefallen. Das ist schon mal schön. Der hält auch die ganzen anderen Rest auf. Nur eine ist hinter uns. Der Rest hat ziemlich Rückstand. So, und jetzt schauen wir, dass wir vielleicht hier diesmal durchkommen. Ja, nein! Boah, scheiße. So viel zum Thema durchkommen. Jawohl, fast. Puh, das war knapp. Der hinter uns holt auf, der hinter uns holt auf, der macht Druck. Bloß nicht zu weit rauskommen, jawohl. So, letzte Gerade hinter uns ist weit genug weg. Gut, diesmal haben wir es geschafft, auch das zweite Mal. Und geschafft. Auto ist zwar wieder im Eimer, aber egal, irgendwie sind wir durchkommen. 1,52, 8,92. Und weiter geht's. Ja, es steht ja eigentlich die World Series Racing Liga an die nächste. Gut, die werden wir dann gleich machen. Der Part ist ja erst 6 Minuten alt, das heißt, wir haben nur massig Zeit. Erfüllt die Ziele 0. Und die Fans steigen auch wieder bestimmt auf 422, oder? Ich schätze so 20.000 pro Rennen, ja genau. 20.000 Fans kriegen wir pro Rennen dazu. Gut, dann schauen wir, dass wir jetzt vielleicht bei der World Series Racing ein bisschen besser abschneiden. Wir haben jetzt alles geschafft. Schauen wir noch ganz kurz durch. Hier mal über erster Platz. Dann die Elimination haben wir über erster Platz. Eurorand überall erster Platz. Testfahrt, Fahrzeug-Challenge haben wir keine mehr. Promo haben auch beide geschafft. Gut, World Series Racing, jetzt teilnehmen. Bist du sicher? Jawohl, ich bin sicher. Okay, was... Oh, wir dürfen den BMW nehmen. Wir dürfen den BMW nehmen oder den da... BMW. Eindeutig BMW. Ja, die andere... Achso, das ist ja die Ding. Warte, Moment. Alfa Romeo. Aber das ist der aus Need for Speed. Wer hat mir das geschrieben? Lambo Reus, glaube ich. Das ist der aus Need for Speed Most Wanted. Alfa Romeo 4C. Oder wie der heißt. Was weiß ich nicht. Das ist der aus Need for Speed Most Wanted gewesen, so, aber jetzt wir nehmen den. BMW wollen wir haben, jawohl. Der ist einfach schöner. Was, Sponsoren? Das dürfen wir das wieder. Gott, jetzt dürfen wir wieder Sponsoren raussuchen. Driftbox, haben wir vielleicht einen neuen? Einen neuen schönen? Nö, die bieten mir irgendwie nichts, was ich so will. Okay. Nein. Was war da jetzt, wenn da drin Simpsons stimmt? So, fertig. Die Ankündigung dieser WSR-Saison und die Teilnahme neuer Clubs ist der Traffic auf unserer offiziellen Website stark angestiegen. Viel davon kommt aus Europa. Und die Kommentare deuten darauf hin, dass wir mit angemessenen Besucherzahlen rechnen können. Okay, wir müssen... Fangen wir mit dem an. Rockstar Energy Rennserie. Auto Express und das ist erst demnächst. Okay, dann machen wir erstmal das da. Côte d'Azur zweimal. Na, das kann ja lustig werden mit der Côte d'Azur. So, was dürfen wir alles nehmen? Wir haben eigentlich fast freie Auswahl, oder? Dürfen wir den Mustang auch nehmen? Dürfen wir den Mustang auch nehmen? Nein, den Mustang dürfen wir nicht nehmen. Schade. Der ist wohl eine Klasse gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen gleich den BMW. Sieht cool aus. Her mit damit. Bring ihn mir rein. Bring ihn mir mein Auto rein. BMW M Coupé, das ist natürlich ein schönes Teil. Das ist natürlich ein richtig schönes Teil. So, und jetzt schauen wir, dass wir vielleicht bei der WSR diesmal ein bisschen besser abschneiden. Letztes Mal sind wir ja nur Zweiter geworden, oder nee, sogar nur Dritter. Stimmt, nur Dritter waren wir. Diesmal schauen wir, dass wir vielleicht ein bisschen besser nach vorne kommen. Lalala, Ladebildschirme sind schön. WSR, Podiumsplatzierungen 6. Endplatzierung, Siege 5. Ja, komm, jetzt gib mal Gas. Keine Zeit, Rekord, Siege, Serie bei WSR 5. Jawohl, jetzt sind wir drin. Côte d'Azur waren wir ja gerade auch schon, kennen wir alles auswendig. Nicht. Der BMW sieht cool aus. Oh, geil. BMW. BMW ist immer schön. BMW ist eine schöne Automarke. Und den von, oh, der zieht doch. Die ziehen jetzt auch endlich mal. Jawohl, jetzt haben wir endlich mal die schnellen Autos. Gut, so gut zieht der Sonne, also der Mustang ist besser abgegangen. Aber wenn ich komme, mal die schnellen aus mit dem geilen Sound. Im Übrigen, das Spiel, also Need for Speed hat ja einen geilen Soundtrack. Also da werden ja ständig Lieder gespielt und so ein. Sowas. Aber hier drin, hier gibt es keinen Spielsound. Also es gibt kein Musik, die was irgendwie im Hintergrund spielt. Außer ich hab's nur nicht gehört oder irgendwie ausgestellt aus Versehen. Aber es gibt's. Wow, 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 wow. Was geht jetzt ab?
Der hebt einfach mal zweimal eiskalt ab. So, ja, wie gesagt, es gibt keine richtige Musik. Finde ich ein bisschen schade, weil so Musik macht doch ein Rennspiel aus, weil... Ja, die Musik, die prägt es einfach. So, jetzt haben wir wieder diesen Harrison Carter vor uns. Der verfolgt uns doch schon seit Anfang von dem Let's Play. Wir sind jetzt immer vorbei. Oh, der BMW ist geil, aber er hebt leicht ab. Der ist so schwer, habe ich gelesen. Der ist richtig schwer. Nein, 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 nein. Nein, da war die Felswand im Weg. Bis sie zurückspulen. Ja, ohne das Zurückspulen wäre das Spiel, glaube ich, immens schwer. Das würde ich, glaube ich, gar nicht schaffen. Man kann das Zurückspulen natürlich ausstellen. Aber ich glaube, wenn ich das ausstelle, dann wird das ein Unendlichkeits-Let's Play. Weil dann werde ich das, glaube ich, nie... Was ist denn los? Jetzt habe ich dann bald keine Rewinds mehr. Nein, nein, nein. Gut, wieder unter Kontrolle. Ein bisschen über die Hälfte ist immer scheiße. Ich muss schauen, dass ich vielleicht jetzt mal auf dem ersten Platz vorkomme. Die zwei Rewinds haben wir noch. Das heißt, zweimal kann ich nur volles Risiko gehen. Oh Gott, der bremst schon. Das heißt, da kommt eine enge Kurve. Ja, ich fahre jetzt ein bisschen vorsichtiger. Zum Schluss gebe ich dann nur Vollgas. Hoffentlich verpenne ich es nicht. Oh, wow, das war eine komische Kurve. Es leckt doch momentan. Was ist denn das? Muss ich echt meinen PC wieder aufräumen? Ich habe kein... Oh, komm schon. Spiel. Scheiße, das ist mein letzter Rewind, stelle ich gerade fest. Das ist schon mal schlecht. Nein, 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 nein. Oh Gott, hoffentlich kriege ich den zweiten nur ins Ziel. Der zweite Platz wäre schon nicht schlecht. Aber die anderen hängen mir schon wieder dran. So, der erste ist durch. Der Rest hängt mir dran, aber die kommen nicht vorbei. Immerhin zweiter. Ist schon mal nicht schlecht, aber... Ja, ich hasse einfach die Côte d'Azur. Es ist zwar so eine schöne Strecke, aber zum Fahren ist sie absolut kacke. Gut, weiter geht's. Zweites Event steht an. Wir haben jetzt natürlich ein paar Punkte miese gemacht. Aber im zweiten Event können wir natürlich alles reißen. Ja, ich weiß nicht. Ich mag die Strecken irgendwie, die was in der Stadt sind, mehr als dass die so am Land sind. Natürlich in der Stadt, die schauen nicht so schön aus, aber die sind besser zum Fahren. Da hat man ein bisschen mehr Auslaufzone. Da hängt man eine kleine Wand drin, überschlägt sie 10-mal. Aber die an der Côte d'Azur schauen halt schön aus. Man hat Strand, man hat Landschaft. Kann man halt mit der Grafik ein bisschen spielen. So erworbene Karrierefahrzeuge, 18 Stück mittlerweile schon. Wie viel gibt's? 60, 50, 70, keine Ahnung. So, die kennen wir nur vom letzten Mal. Das ist die gleiche. So, diesmal schauen wir mal, dass wir auf den ersten Platz kommen. Auf dem Callaghan blablabla müssen wir aufpassen, weil der ist ja beim letzten Mal erster geworden. Vor dem müssen wir kommen. Uiuiuiui, es geht schon mal ganz schlecht los. Uiuiuiui, ich glaube, das dürfen wir alles nur mitmachen. Die ersten ziehen schon wieder so ab und ich klebe schon wieder nur an der Mauer. Okay, die Strecke haben wir noch gar nicht gesehen, kommen wir so vor. Oh, jetzt haben wir Geschwindigkeitsüberschuss und... Uiuiui, das sieht nach dem Dreher aus und das wird ein schöner Dreher. Oh, bei den Wand, nein, natürlich, das ist sehr sinnlos. Ich komme nicht rum, das ist das Problem. Uiuiuiui, warum crash ich eigentlich immer, nein? Ich glaube, das frustet gerade so ein bisschen. Komm, geh halt rum. Ja, wenigstens ein. Nächste. Nee, schaffen wir nicht mehr. Oh, jetzt. Aber beherrsche dich nicht ausrasten. So, Mensch, mal dritte. Genau deswegen will ich auch keine Formel 1 spielen oder sowas. Weil da kann ich einfach nicht heizen. Ich liebe Need for Speed Spiele. Da würden die Fehler nicht so heftig bestraft. Da kann man auch heizen, wie man will. Da kann man auch gegenfahren, wie man will. Aber hier ist es halt so, wenn man irgendwo gegenfährt, man überschlägt sich, man katapultiert sich in die Luft, man zerstört das Auto. Natürlich ist es schwer, aber keine Ahnung, schwere Rennspiele brauche ich jetzt nicht unbedingt. Wir haben doch einen BMW, wir müssen doch immer abziehen können, was ist denn das? Ja, natürlich, ja, natürlich, komm halt einfach und stupst dich ganz leicht an, ganz leicht und ich fliege einfach mal durch die Gegend. Nein, da ist wieder so scheiß Kurve. Ich weiß gar nicht, wie die machen soll. Ich bin schon wieder Dritter. Wer ist denn erster? Lorenzo. Wo ist unser Direktor? Der ist ganz weit hinten. So schaut's aus. Ja, was im ersten Rennen erster geworden ist. Nein, nein, nein. Oh, ich habe keinen Rewind mehr. Nein, jetzt kann ich es neu starten. Dafür ist das erste Event. Ist das erste Event oder ist das zweite Event? Ne, das ist das zweite zum Glück.
Ach Mann, ey, das ist schwerer als gedacht und es leckt. Warum leckt es? So, jetzt müssen wir hier ein bisschen mal besser rumkommen. Jetzt sind wir auf jeden Fall mal an die ersten dran. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so viele Wände küsse. Geh weg da. Geh weg. Oh Mann. Wenn es jetzt alles zu eng wäre, dann wäre das alles viel schöner. Komm, lass mich in Ruhe, du scheiß Wand. Jetzt zieh doch mal, zieh. Jetzt setzt er sie wieder davor. Ja, da könnt ihr ausrasten. Da könnte man ausrasten. Oh, zieh doch. Komm, und jetzt. Jetzt haben wir ein bisschen Geschwindigkeitsüberschuss. Das können wir denn doch kriegen. Natürlich, jetzt setzt sie wieder direkt vor uns. Komm, zieh, BMW, zieh. Jetzt ist er auf der Innenbahn. Das gibt's doch nicht. Warum kommen wir mit dem BMW nicht so schnell voran? Wow, 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 wow. Das geht schon wieder böse aus. Wir sind fünf, das ist viel zu wenig. Der erste ist wieder über alle Berge. Da vorne kommt der hässliche Kurve, an die erinnern wir nur. Da fahren wir jetzt einfach mal Vollgas rein. Schauen, was passiert. Vierter. Nein. Oh, ich kann dieses Spiel nicht. Ich geb's ja zu, ich kann so einen Scheiß nicht mit Rennsimulation und sowas. Nochmal zurück. Ich glaube, das wird der letzte Part, was wir heute aufnehmen, weil jetzt frustriert es mich gerade ein bisschen. Oh, komm schon, Spiel! Das war der letzte Rewind, oder? Ne, 2 habe ich noch. Wie soll ich an denen vorbeikommen, wenn ich da nicht so hart anbremsen darf? Beziehungsweise hart reinfahren darf. So, jetzt schauen wir, dass wir vielleicht das Rennen irgendwie über die Bühne bringen. Dann ist der Partner ja auch schon fast vorbei. Ja, ich trödel viel zu viel Zeit rum. So, der war im letzten Rennen vor uns. Oh, warum bricht denn das immer so aus, dass es nicht passt? Wie viele sind wir? Vierter. Wir müssen mindestens Zweiter werden. Autsch. Was, da ist das Ziel? Ja, leck mich doch am Arsch. Warum ist denn das jetzt sie? Ja, nee, Leute. Ja, machen wir weiter. Warum ist denn das jetzt Ziel? Was macht denn das da? Die Rennen sind zu kurz. Was sind 2 Minuten? Was soll in 2 Minuten schaffen, Leute? Macht doch mal ein gescheites Spiel. Ja, super. Vierter Platz. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, keine Ahnung, wer die offline machen. Das sind doch Scheißstrecken an der Scheiß-Côte d'Azur. Geht doch in die Städte rein, nach Paris oder nach Barcelona, da taugt es wenigstens. Aber nicht an die Scheiß-Côte d'Azur. Gut, auf jeden Fall war es das jetzt für den Part. Der hat jetzt nochmal ein bisschen frustig geendet. Ich werde das eben dann offline nachholen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Kann ich das überhaupt nachholen? Ja, kann ich schon. Gut, beim nächsten Mal dann mit dem Auto-Express Zeit fahren. Wo geht's denn das denn überall? Oh, das hört sich interessant an. Algarve Grand Prix Strecke. Das hört sich auf jeden Fall interessant an. Gut, aber ich würde sagen, ich beende jetzt erstmal den Part. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.